Ein bisschen Geld grinden ist ja auch nicht gerade verkehrt. Oh ja, wir könnten mal kurz einen Abstecher ins Dojo machen und uns nach einer neuen Kampftechnik umsehen. Dann nehmen wir aber die hier noch mit, sicher ist sicher. Ich will das ganze Jenzeug hier einsammeln. Ah, sehr schön. Oh, jetzt haben wir ja Seerosen. Und es wird dunkel. Nö, ich weiß noch nicht, was dieser Strudel machen soll. Die Bombe sollte nicht da hinten sein. Hier kann ich Zeug zum Glühen bringen, wie ich will. Nö, den brennenden Scheiterhaufen kann ich leider... Brennenden Scheiterhaufen, ja. Den brennenden Haufen kann ich leider nicht wegfegen. Wegbomben. Chef, hast du eine Technik für mich? Du bist also wiedergekommen, mein Fischerfreund. Bist du gekommen, deine Fähigkeiten zu verbessern? Drücke F, um Feinde zu reizen und Dämonenzähne zu holen. Aha. Erhöht die Angriffsrate für Perlenwürfen. Nein, drücke Shift, um geschickt im Schaden auszuweichen. Das klingt gut. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen, dieses Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah, oh. Ah. Bist du total darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Ausweichen trainieren. Nimm diesen Tipp zuerst und erinnere dich dran, während wir trainieren. Ausweichen Göttertechnik-Tipps. Drücke Shift schnell und ohne zu zögern. So kannst du schnell Angriffen ausweichen. Du bewegst dich dabei in die Richtung, die du den Bewegungstasten her. Nach einem Sprung in den Sprint übergehen. Schnell vor drohenden Gefahren wegzuspringen. Nun hast du alles verstanden? Hast du die Erklärung verstanden? Ja. Ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, wie es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle. Diese Technik kann nur für den Besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzten Fähigkeit haben. Trainiere, bis deine Muskeln schmerzen, dann trainiere noch mehr. Ja. Möchtest du die Tipps noch einmal hören? Gut, hört jetzt zu merken, was ich sage, ja. Kennen wir alle schon, danke. Ja. Gut, mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Du hast wohl genug, was? Der Zuwolf, Erfahrung in deiner Fähigkeit gewinnen ist wünschenswert, aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Jo. Jetzt können wir ausweichen. Können hier ein paar Sachen zerhäckseln, um wieder an Geld zu kommen. Oh, ein Schatz. So, noch eine Pferde. Bisschen was Essbares. Und ja, hier unter dem Haufen muss irgendwas sein. Da leuchtet nämlich was. Gut. Okay, ich wollte eigentlich herausfinden, ob wir die Pferde gefüttert haben, aber... Hier habe ich erstmal eine Bombe für euch. Jo, ihr habt ein bisschen Geld für mich. Ja, die Pferde mögen mich, gut. Na komm. Die da kriegen wir auch noch irgendwie klein. Indem wir sie einfach in die Luft jagen. Das ist so mies und gemein. Echt, ey. Da kannst mich mal. Hier gibt es eigentlich nichts mehr wirklich Wichtiges. Zum Agatha-Wald. Dieser Wasserweg führt in den Agatha-Wald. Das ist der größte und fruchtbarste Platz in dieser Region. Ja. Leider ist das mit der Fähre zurzeit nicht so wirklich möglich. Deswegen müssen wir den harten Weg gehen. Oh, es wird wieder hell überall. Dumm, dumm, dumm. Na, schwimmen wir einfach einmal ein Stück. So. Ah. Das war wohl der Weg. Weiter. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch eine Teleportfähigkeit oder so kriegen. Oh, der Agatha-Wald sieht mal wieder schlecht aus. Die verfluchte Zone hat sich auch im Wald ausgebreitet. Ich dachte, das Böse würde Orte mit so viel Gras und Bäumen meiden. Das wird wirklich ein starker Fluch sein, wo, so wie sich der Wald verändert hat. Okay, viel können wir hier aber nicht gerade betreten. Sieh mal, dort ist ein Platz zum Ausruhen. Ich wette, den haben Reisende genutzt, als die Fähre noch fuhr. Mhm. Gut, was haben wir hier für Gegner? Keine, die uns angreifen wollten, dachte ich gerade.
Für dich habe ich eine Bombe. Okay, die wirkt bei dir nicht. Warum wirkt die Bombe bei dir nicht? Ah, das ist jetzt blöd. Komm wieder raus. Bist du tot? Ja, du bist tot. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo wieder, ja, Zeit, den Bonus eingebüßt, weil die erste Bombe nach hinten losgegangen ist. Okay, das Wasser ist verflucht. Dem Baum hier können wir leider auch nicht gerade helfen. So, die können wir aber alle in die Luft jagen. Als kleinen Ausgleich für den Kampf gerade eben. Gibt auch nicht gerade viel Yen. Au, verfluchte Zone. Gut, gut. Ich gehe ja schon wieder. Geld und Grünfutter, wey. Das ist auch verfluchte Zone, ja. Bin ja schon weg. Ah. Hä? Was macht denn ein Haus hier in der Höhle? Wie kann denn hier etwas leben bei dieser sich ausbrennenden verfluchten Zone? Kann ich das wegsprengen? Ah, die Bombe liegt nicht gerade perfekt, aber... Nö, ich kann es nicht wegbrennen, ich kann es nicht zerschneiden. Oh, es brennt hier alles. Ja, da ist Wasser, bringt mir aber auch nicht viel. Ich kann mal kurz speichern. So. Dann gucken wir mal, wer hier wohnt. Auf jeden Fall jemand mit einer Perle. Da können wir nicht lang, auf der anderen Seite. Gibt es ein paar Yen-Stücke und... Was ist das? Im Zweifel immer alles wegbomben. Nö. Hi. Madame Orakel. Haha. Du bist jetzt gekommen, weißer Wolf, und du siehst geplagt aus. Du kannst mich Madame Orakel nennen. Ich lese aus Knochen die Zukunft heraus. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich sah es in einer Vision. Knochendeuterin Madame Orakel. Ja, wow. Es scheint, als ob die Welt da draußen ins Chaos versunken sei. Nicht, dass ich sage, dass es nicht vorbestimmt war, dass es so kommt. Auf jeden Fall ist dieses Jahr ein besonderes Jahr. Diese
ist das 100. Jahr seit Nagis und Shiranui's Heldentat. Du hast auf deinem Weg ja bestimmt diese riesige verfluchte Zone gesehen, oder? Das Land hat sich in eine Einöde verwandelt. All die sie betreten werden von der Finsternis verdorben. Nur ein Wesen hat die Macht, dies alles zu kontrollieren, Orochi. Auch die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreitet, unglaublich. Der Fluch kann nur aufgehoben werden, indem die Wächtersprösslinge wiederhergestellt werden. Vielleicht findest du einen versteckt hier im Agatha-Wald. Genug jetzt des nutzlosen Geschwätz. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wie ich schon sagte, ich bin eine Hellseherin, die Knochen enthüllen alles. Wenn du auch Geld hast, kann ich dir sogar die Zukunft vorhersagen, Wolf. Interessiert? Ja, mal gucken, was rauskommt. Aha, dann lass uns mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Wow, es überkommt mich, ich kann es sehen. Im tiefen dunklen Wald, die Höhle vom Fels geschlossen, wartet der Waldgeist auf seine Wiederbelebung. Er wartet auf eine heilige Bombe, die den Fels sprengt. Ich kann dir im Moment nicht mehr sagen, du musst selber Hinweise finden. Ha. Madame Orakels Prophezeiung. Mhm. Ja, super. Wie viele fehlen uns eigentlich noch? Oh, jede Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fehlen uns noch. Okay. Logbuch. Ja, die gesuchten Liste. Im tiefen dunklen Wald, die Höhle geschlossen, wartet der Waldgeist, ja. Sprössling von Agatha-Wald. Der Fluch kann nur aufgehoben werden, wenn die Wächtersprösslinge wieder. Vielleicht verschwindest du einen versteckt im Agatha-Wald. Ja, das ist auch irgendwie klar. Neue Schatzliste. Brocken aus Korallen stammt aus dem Drachenpalast. Ja. Einer der 13 Sternzeichenschätze. Es ist in einer seltsamen Pose. Ja, und Perlen. Ja, das werden die drei im Dorf sein. Und 6 sind auf dem Shinso-Feld. Okay. Haben wir also noch 4 Techniken. Haben wir jetzt die Göttertechnik ausweichen. Ja, kennen wir auch schon alles. Gut. Ah, ich habe den Wächtersprössling, glaube ich, gerade auf der Karte gesehen. Ah, der ist nämlich da auf der anderen Seite. Was ist denn mit dieser Schatzkiste los? Ich wette, da ist irgendwas Nettes drin. Ja, ich kann die Seerosen hier hinmalen. Ich weiß nur nicht, ob mir das was bringen soll. Zur Not hilft über die Bombe. Oder auch nicht. Ich meine, hier unter den Korallen ist auch irgendwas Grünes oder ich sag Korallen, das sind irgendwelche Edelstein-ähnlichen Dinger. Und ja, ich muss diesem Pfad hier folgen, ohne in die böse Sapsche zu fallen. Und da ist der Baum. Also der Wächtersprössling. So, jetzt muss ich nur die Kamera entsprechend ausrichten. Und wusch.
So sieht der Wald doch gleich viel freundlicher aus. Ein bisschen Glück.